So Leute, wir sind wieder in Minecraft und ich habe ein Riesenproblem. Mein Inventar ist wieder leer. Ich habe es ohne heute ein bisschen aufgefüllt, denn ich habe versucht ein Video aufzunehmen und ein Creeper hat mich erwischt und mich in Lava gestoßen. Mensch, und dann mache ich gleich ein paar Bilder her. Gehen wir wieder runter, weitermachen und jetzt leuchte ich meine umgedrehte Pyramide noch ein wenig besser aus, sonst spawnt wieder irgendein Zeug. Brauchen wir nicht viel Lampen? Und da war das Problem. Was ist die blöde Lava? Da überall ist. Besser Wasser im Haus als Lava. Ah, da könnte der Creeper hergekommen sein. Gut, ich werde wieder graben und dann melde ich mich wieder, wenn ich genug gegraben habe. So. Ein bisschen was gegraben. Schaut auf der Seite halt ein bisschen anders aus. Aber das ist ja gar nicht so hässlich. So, was ich noch machen muss, ist Sand besorgen für Glas. Leitern, aber wir bauen den Turm weiter, damit wir den Stein abbauen. Diesen vielen Stein, den wir jetzt haben. Also melde ich mich aus der Wüste, wo ich 128 Sand abbaue. So, sagen wir Ciao zu unserem Häuschen. So. Ich habe mir bereits ein paar Leitern besorgt und alles, also und habe sogar eine Eisenschaufel gemacht, um ordentlich Sand schaufeln zu können. Das werden wir auch gut machen. Warum nicht gleich da vorne? Muss ich nicht so weit fahren. Leider geht heute der Sound nicht, weil ich zum ersten Mal Hintergrundmusik benutze. Aber macht ja nichts. Besorgen wir 128 Sand. Dass ich einen Vorrat habe und dann melde ich mich wieder. Gut. Ah, ausreichend Sand, ich gehe wieder heim. Von der anderen Seite. Dann habe ich wieder auf beiden Seiten ein Boot. Die waren ja beide auf einer Seite, das passt ja überhaupt nicht. Schöner Turm. Die wird noch schöner. Es ist nur, dass ich den Stein verbrauche und mal einen richtigen Turm baue. Heute schmelzen wir noch Glas. Brauche ich 16 mal Kohle. Das wird eine Zeit lang dauern. Während das dauert, pflanzen wir ein paar Bäume. In eine Richtung, wo weniger Bäume wachsen.
3 hebe ich mir auf. Ich kann mich ja nicht mehr verlaufen, jetzt habe ich einen Signalturm. Ja. Könnte man auch einen Hühnerkäfig basteln, ein paar Hühner zusammenfangen. Aber ich bin nicht so auf Tierzucht und so. Wenn es wilde Tiere gibt, dann merke ich mir einfach, wo die circa sind und. Na, jedes Tier einzeln da herumführen, das mag ich überhaupt nicht. Das habe ich früher mal gemacht, wirklich über hunderte, tausende Felder Kühe. Oh Gott, nur dass ich mal eine Lederrüstung habe und dann habe ich, glaube ich, eine Woche gebraucht, bis die Lederrüstung mal fertig war. Gut, dann werden wir in dieser Folge noch weitermachen mit dem Turm. Muss ich die Folge halt ordentlich schneiden. Da brauche ich natürlich Cobblestone. Polished Granite, Polished Andesite, Polished Diorite. Sonst habe ich hier alles, ja? Gut. Es wird schon wieder Nacht. Ich werde ordentlich schlafen und dann machen wir das. Bis dahin wird mein Glas noch lange nicht fertig sein. Dann warten, bis ich schlafen kann. Und die Pilzfarm entpilzt. Sind Monsters nearby? Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wo die schon wieder sind. Wahrscheinlich im Höhlensystem. Gut, dann gehe ich schlafen und dann gehe ich bauen. Die Diamond Pickaxe hebe ich mir gut auf. So. Wie geht's meinem Glas? Das kommt in die Sandkiste. Jetzt bauen wir noch den Turm ein bisschen weiter. Bis das Glas fertig ist, ich sag mal 2 Stockwerke oder so. Jetzt erstmal schauen. Ein Creeper. Ein Creeper. Wenn der Turm mal fertig ist, dauert es einige Minuten, bis du oben bist. Also, naja. Aber ich baue ihn. Habe ich rot? Rot. Weiß. Rot. Rot. Jetzt baue ich da mal eine schwarze Ebene da rein. Jetzt habe ich die Slabs vergessen, aber die kann man ja schnell nachholen. Ich habe jetzt im Blick im Turm auch eine Werkbank. Jetzt 2 rote Ebenen. Wieder eine weiße und dann rot, weiß, rot, rot, weiß, rot, rot, weiß, rot. So, letztes Stockwerk. Traditionell hüpfen wir da runter.
Ich finde schon wieder Monsters nearby. Aber schauen wir uns den Turm an. Von der Höhe her größer geworden. Gut, das sind Monsters nearby. Ich werde noch einmal schlafen gehen. Und in der nächsten Folge mit meiner umgedrehten Pyramide weitermachen. Gut, ich bin gerüstet, wie man sieht. Die umgedrehte Pyramide fertig zu machen. Das werde ich auch nächste Folge machen. Zum Abschluss schauen wir uns aber noch unser Türmchen an. Hoffentlich sind da keine Creeper und nix. Wie der Turm von der anderen Seite aussieht und so. Und dann sagen wir ciao. Ich werde irgendwann genug Saatgut hier zusammensammeln, um die Bauern dafür diese Farmer Villages zu entschädigen, dass sie mir alles gegeben haben. Ich gebe ihnen alles einmal wieder zurück. Ja, schaut gut aus. Er wird noch viel, viel höher. Machen wir uns keine Illusionen. Er wird viel, viel höher. Gut, das war's für heute. Ich gehe wieder weiter graben. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ciao. Und sagt mir bitte, wie ihr das findet, ohne Ton zu spielen. Denn gleichzeitig den Minecraft-Ton und Musik geht nicht. Entweder oder, wie findet ihr das einmal eine Folge nur mit Musik? In dem Fall von Gandalf. So, danke, ciao und bis zum nächsten Mal.